Ach ja, Daisy. Ein Geschenk an uns oder die absolute Verarsche. Lohnt sich Daisy im Jahr 2020 zu kaufen? Was geht ab, meine Überlebenskünstler? Ich bin Teilzeitteufel und wir werden uns heute die Frage stellen, ob sich Daisy ein Jahr nach dem Release auf den Konsolen immer noch lohnt, sich das Spiel zu kaufen. Ich habe sehr viel in YouTube und anderen Plattformen mich über solchen Content informiert und ich dachte, ich muss da jetzt auch mal meine Meinung dazu geben. Die erste Frage sollte sein, was ist Daisy? Wir werden jetzt nicht davon anfangen, dass Daisy erstmals eine Mod für Arma war, sondern ich gehe wirklich nur auf die Konsolenspiele ein. Daisy ist ein Open-World-Horror-Survival-Spiel. Das bedeutet, dass es keine Story hierfür gibt. Du spielst deine eigene Geschichte in der Welt von Daisy. Ob du so ein genannter Bandit wirst, der auf alles schießt, was sich bewegt und alle ausraubt, oder ob du anderen Spielern unter die Arme greifst, liegt ganz bei dir. In der Welt von Daisy sind nicht nur die Survival-Aspekte, wie zum Beispiel Nahrungsbeschaffung, Wasservorräte oder Krankheiten gefährlich. Nein, hierzu kommt noch eine Horde von Zombies, die es immer versuchen wird, dich zu zerfleischen. Doch das Gefährlichste an Daisy ist der Spieler selbst. Du wirst nicht nur auf Zombies treffen, sondern auch auf andere überlebende Online-Spieler. Wenn man einen Spieler über den Weg läuft, musst du dir am besten eine Frage stellen. Kann ich ihm vertrauen oder killt er mich, um meine Vorräte zu bekommen? Da es aber sehr viel Content über Daisy auf YouTube und anderen Plattformen gibt, würde ich jetzt sagen, wir beschäftigen uns mit dem Thema, lohnt es sich zu kaufen? Viele, die mich jetzt schon länger auf YouTube verfolgen, denken sich wahrscheinlich, dass ich unmöglich objektiv sein kann. Da ich 7 Jahre auf Daisy gewartet habe und es auch jetzt noch spiele. Wir werden nicht nur über die PlayStation 4 reden, sondern auch über die Xbox-Version. Auf der PlayStation 4 lief es am Anfang sehr schlecht und man musste über viele Bugs und Lags hinwegschauen. Auf der PlayStation 4 Pro läuft es deutlich stabiler und sogar mit einer HDD-Festplatte. Also für die ein oder anderen, die es nicht wissen, ihr könnt eine SSD-Festplatte in die Konsole verbauen, sodass Daisy und andere Spiele deutlich besser laufen. Aber das sollte ja eigentlich nicht der Sinn und Zweck davon sein. Daher kann ich auch viele Hater verstehen. Leider hat die Firma Bohemia Interactive, die Daisy entwickelt hat, keinen guten Ruf. Daisy war sehr lange in der Early Access Version spielbar und ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, dass auch wir eine Ewigkeit auf Updates warten mussten. Daher muss man leider sehr lange mit Bugs und Lags kämpfen. Doch wir sind jetzt im Jahr 2020, ein Jahr nach Release und ich kann nur dazu sagen, dass wir einige Updates und Verbesserungen für Daisy erhalten haben. Aber okay, um ehrlich zu sein, wir haben auch viele neue Bugs dazu bekommen. Mit Freude kann ich sagen, dass Daisy auf der PlayStation 4 deutlich besser und stabiler läuft, zum jetzigen Zeitpunkt. Die Frames droppen nicht mehr so stark und viele Bugs wurden behoben. Natürlich haben wir auch neuen Inhalt bekommen, wie zum Beispiel die Map Livonia oder diverse Waffen und Funktionen. Auch an dem Krankheitssystem wurde stark gearbeitet. Bevor jetzt alle sagen, schwätz keinen Scheiß, die Map Livonia ist nur aus der Arma übertragen. Ich weiß, Leute, ich weiß das. Aber trotzdem, das ist ein neuer Inhalt für Daisy. Auf der Xbox lief Daisy schon immer besser, wie auf der PlayStation 4. Frag mich nicht warum. Ich denke, das liegt daran, dass die Xbox einfach leistungsstärker ist wie die PS4 Pro. Und man darf nicht vergessen, dass die Xbox Microsoft ist und Daisy wurde für den PC entwickelt. Naja, das ewige Thema von Xbox oder PS4, ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Leider kann ich nicht sagen, ob das Spiel etwas für euch ist. Das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass Daisy ein absolutes Survival-Feeling ermöglicht. Das Gefühl, wenn man kurz vor dem Verhungern ist und eine Dose gebackene Bohnen findet, ist ein absolutes Glücksgefühl. Natürlich könnt ihr auch auf die Jagd nach wilden Tieren gehen. Es gibt eine Vielzahl an wilden Tieren in Daisy. Jedes Mal, wenn ich auf einen oder mehreren Spieler treffe und das alles mit Waffengewalt gelöst wird, schlägt mein Herz bis zum Hals und ich höre nichts außer das Einschlagen der Kugeln neben mir. Man ist so unter Anspannung, weil man natürlich seinen Stuff im Spiel nicht verlieren möchte. Genauso ist es, wenn man neue Freunde in Daisy findet und mit diesen zusammen durch die Welt zieht. Eins muss man natürlich dazu sagen, dass es deutlich einfacher ist, in einer Gruppe zu überleben, als wenn du dich versuchst, alleine durchzuschlagen. Andere Spieler zu helfen erfordert Mut und Vertrauen, aber genau deswegen ist Daisy einfach einzigartig. Bisher hat dieses Gefühl von Freundschaft, Vertrauen und Hilflosigkeit kein Spiel so umgesetzt wie Daisy. Meiner Meinung nach ist Daisy absolut empfehlenswert. Natürlich müsst ihr ein paar Bugs und Lags in Kauf nehmen, ohne dass ihr euch an den Rand der Verzweiflung drängt,
Doch ich schaue zuversichtlich auf die Zukunft mit der PS5, dass DayZ auch dort deutlich besser laufen wird. Leute, was haltet ihr von DayZ? Schreibt es in die Kommentare und lasst uns darüber reden. Auch wenn ich was vergessen habe, irgendwelche Emotionen oder irgendwelche Situationen, schreibt es in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Was habt ihr in DayZ schon so erlebt? Ich hoffe, ich konnte euch in eurer Entscheidung weiterhelfen und in diesem Sinne wären wir auch am Ende von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über Feedback würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns in Chernerus, meine Überlebenskünstler.